Mithra Ansel has come all the way from Australia to talk to us about dissecting HDMI and developing an open and FPGA-based capture hardware for sharing talks outside of the room. And he will be explaining how to dissect it, and I'm looking forward to hearing the talk in a second. And so please give Tim a warm round of applause again. Thank you. Okay, hi. Herzlich willkommen. I'm Tim, and in theory, if my slides change, you would see that. Wenn sich meine Folien jetzt noch ändern würden, könnt ihr das auch sehen. Hier. Ich habe zu viele Projekte. Und ich werde eins davon heute besprechen. Das hier ist ein anderes Projekt, wo ich vorhin einen Lightning Talk dazu gegeben habe. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr das nachgucken. Und Leute wollten wissen, wann man sich das angucken konnte. Das wäre dann morgen. Also, als erstes, was ich sagen müsste, ich bin ein Softwareentwickler. Ich bin kein Hardwareentwickler. Ich mache keine FPGAs. Ich bin kein professioneller. Also ich arbeite nicht professionell in einer der Gebiete. Ich bin hauptsächlich Softwareentwickler. Also das hier ist mein Hobby. Und diese Informationen kommen von anderen Projekten, die ich gestartet habe, wo ich aber nicht die Hauptarbeit geleistet habe. Und ich erzähle euch heute nur darüber, weil die anderen Leute zu schüchtern sind, um euch das selbst zu erzählen. Also vielen Dank an all diese Leute, die mir dabei geholfen haben. Und das ganze Blaue sind Links. Also wenn man daheim ist, kann man der URL folgen und kann auf die Links klicken. Und es gibt natürlich noch andere Menschen, die ich vergessen habe. Das tut mir leid. Also dieser Vortrag könnte heißen: Softwareentwickler probiert Hardware und beschwert sich. Ich habe mich wirklich angestrengt. Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich diesen Vortrag nennen soll. Aber so ist passiert. Also jetzt ein bisschen Geschichte. Also wie sind wir dabei geendet, oder wie bin ich dabei geendet, HDMI-Sachen zu machen? Also Tim Videos ist eine Gruppe von Projekten, die versuchen, Konferenzen live zu streamen und aufzunehmen, um das Ganze leicht zu machen. Wir wollen das aber ohne das VOG machen, was hier so toll, dass sich um das Ganze kümmert. Wir wollen es dort machen, wo Leute keine Ahnung von Videoaufnahmen haben. Und wir wollen es einfach schaffen, dass es einfach klappt. Und das ist also ein Aufbau, wie man zum Beispiel das Ganze aufnehmen würde. Ich werde über diese zwei Sachen reden, die HDMI zu USB-Konvertern, die wir aufgebaut haben. Die nehmen einmal die Kamera auf und auch die Folien. Und HDMI zu USB ist FOSS-Hardware, um HDMI aufzunehmen. Es hat ein bisschen Geschichte mit dem CCC, weil das Ganze von Bunny inspiriert wurde. Er hat 28C3 über den AnyTV gesprochen, was ein Angriff auf HDMI war, ein Man-in-the-Middle-Angriff. Wenn euch das interessiert, schaut euch den Talk an. Da sieht man all das, was Bunny gemacht hat. Meiner ist mehr grundlagenbezogen. Man braucht hier keine Erfahrung, um mitzukommen. Keine HDMI-Erfahrung, um mitzukommen. Also das Ganze macht praktisch dasselbe, was Bunnies macht, aber Bunny hat ausgeschlossen, dass man Sachen aufnehmen konnte, aber wir wollen ja gerade die Aufnahme. Man schließt es zwischen den Laptop des Vortragenden und
und der Aufnahme und es gibt eine hochauflösende Ausgabe. Und es ist ein FPGA, das aus dem Grund das Ganze verlegt das Ganze in die Softwareproblematik anstatt in die Hardwareproblematik, weil ich Softwareentwickler bin. Und wie das Ganze funktioniert, ist eine Webcam und also man kann einfach es ist Skype und Hangouts benutzen und es braucht also keine Treiber und es funktioniert mit Macs und Linux-Systemen. Auf Windows braucht man einen Treiber, der den internen Treiber verwendet. Ein bisschen merkwürdig. Und noch einen Serial-Port, um umschalten zu können, von welchem Input auf welchen Output man auf Ausgang man geht. Das ist wie eine Matrix. Das hier ist die Open-Source-Hardware, die wir entworfen haben. Ihr könnt es auf GitHub finden. Ich bin da echt stolz drauf, das schaut echt gut aus. Wir benutzen noch nicht alle Features, aber es ist echt klasse. Und es funktioniert und wir benutzen es. Wir benutzen diese Technologie, um bei einer ganzen Reihe von Konferenzen capturen. In Australien, DBINconf, DipConf, PyConf, LinuxConf auch. Sorry. In Australien, Südafrika haben sie es auch benutzt und eine ganze Reihe von anderen Leuten rund um die Welt verwenden das. Es ist echt klasse. Deswegen wollte ich, dass das Open Source ist, damit eben andere Leute es benutzen können und davon lernen können und die Probleme dann in Ordnung bringen können. Weil es gibt eine Menge Probleme noch, die wir haben. Es ist alles mit Python-Code. Wir benutzen FPGA. Also wir benutzen Python, um die Firmware für das FPGA zu machen. Wenn ihr davon was herausfinden wollt, dann kommt auf die PyCon, die ist aufgenommen worden, mit dieser Hardware. So, wie ich schon sagte, das sind einige Probleme, das erste. Also, wenn Leute noch VGA benutzen, das macht mich echt traurig, weil VGA ist nicht HDMI, es ist 1987 erfunden worden, es ist ein analoges Signal. Und HDMI hat schon ein bisschen gemeinsame Geschichte mit VGA, aber man kann nicht dieselbe Hardware verwenden, um das zu capturen. Warum wird es noch verwendet? Es ist alt, es ist schlecht. Wir haben ein VGA-Erweiterungsboard entwickelt, was auch verwendet werden kann, um VGA zu capturen. Also ich meine mit entwickeln, wir haben es designed, aber es hat niemand die Firmware fertig gemacht. Also das Design existiert. Wenn ihr helfen könnt, das wäre super. Es gibt ein anderes Problem. Also ich möchte das ja alles in Open Source machen. Das HDMI-Ökosystem hat kommerzielle Cores, die man kaufen kann, aber man kriegt natürlich den Source-Code nicht. Oder wenn man den Source-Code bekommt, dann kann man ihn nicht weitergeben. Und außerdem möchte ich Open Source sein, weil wir die ganzen Probleme lösen möchten, die Leute haben, wenn sie ihren Laptop einstecken und es funktioniert nicht. Und diese kommerziellen Cores, die sind so designed, dass man das sind nicht so designed, dass man das permanent fixen kann. So, also es ist eine neue Implementierung. Wenn ihr mal eine neue Implementierung gemacht habt, das bedeutet, ihr kriegt neue Fehler. Ne? Und also dieser Vortrag sollte eigentlich Debugging HDMI heißen, weil es einfach eine ganze Menge Informationen darüber gibt, was schief gelaufen ist. Okay, das war jetzt die Einführung, warum wir jetzt hier heute da sind und warum wir darüber sprechen. Wie funktioniert HDMI? Also HDMI ist schon einigermaßen alt. Es ist 2002 ist das spezifiziert worden. Die Spezifikation basiert auf der DVI-Spezifikation. Die geht zurück auf 1999. Also das ist schon fast 17 Jahre alt. Und DVI sollte VGA ersetzen und es gibt eine ganze Menge gemeinsame Geschichte.
die wir als, es ist rückwärts kompatibel, elektrisch, aber es benutzt einen anderen Stecker. Den HDMI-Stecker habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wenn ihr den genau anschaut, dann gibt es da drin 19 Verbindungen. Das ist der erste. Diese fünf hier sind für Ground, für Masse. Einen Pin gibt es für die 5-Volt-Versorgung mit 15 Milliampere. Da kann man nicht viel mitmachen, ein bisschen adaptieren, konvertieren vielleicht, also naja, so einen kleinen Mikrocontroller vielleicht betreiben. Also das funktioniert nicht, wenn man da ein ganzes Ampere rausziehen möchte. Also Vorsicht damit. Es gibt drei High-Speed-Datenverbindungen, die eine gemeinsame Takt haben und hohe Datenrate haben. Und dann gibt es 5 Pins für niedrige Datenrate. Das sind die ganzen Pins auf dem HDMI-Stecker. Vielleicht ist euch aufgefallen, das ist eine ganze Reihe von verschiedene Sachen gesagt habe hier, und ihr müsst also eine ganze Menge verschiedene Protokolle verstehen, um den HDMI zu verstehen. Es gibt eine Reihe von Low-Speed-Protokollen und Hochgeschwindigkeitsprotokollen. Ich werde nicht über all diese Protokolle reden, weil es einfach viel zu viel ist und ich habe nicht genügend Zeit dafür in meinem Vortrag. Die langsamen Protokolle werde ich nicht drüber reden. Ich rede nicht über CEC. Ich werde über keine der Auxiliary- und Datenprotokolle reden. Und HDCP werde ich auch nicht mehr erwähnen. Guckt euch hier den Vortrag davon Barney an, der ist da viel besser. Auch über Ethernet werde ich nicht reden. Über was ich reden, ist EDIT, DDC, den 8B, 10B, Codierung der Pixeldata und die 2B, 10B, Codierung der Kontrolldaten. Das ist eigentlich DVI. Also eigentlich behandeln wir in dem Vortrag nicht HDMI, sondern DVI. Ich erkläre euch eher, wie DVI funktioniert. Also, fange mit dem langsamen Protokoll an. EDIT oder DDC. Man kann diese zwei, ich werde die zwei Ausdrücke miteinander, also die sind äquivalent in meiner Auffassung. Das ist was HDMI von VGA geerbt hat. Es wurde zu VGA 1994 hinzugefügt für Plug-and-Play-Monitore, dass man sie einfach einstellen konnte und dass es funktioniert hat. Anstelle, dass man seiner Grafikkarte erzählen musste, was für eine Auflösung der Monitor hat und dass das Ganze funktioniert. Das Ganze benutzt I2C und einen schmalen EEPROM, einen kleinen EEPROM. Es benutzt die Pins 15 und 16 mit 15 als Clock-Pin und 16 ist der Daten-Pin. Und die 5 Volt werden benutzt, um den kleinen Speicher anzutreiben. Und 17 ist der Ground-Pin und 19 ist dann, um zu erkennen, ob da überhaupt was dran ist. I2C ist ein langsames Datenprotokoll, was etwa mit 100 Kilohertz läuft oder 400 Kilohertz läuft. Also es ist technisch nicht genau I2C, aber eigentlich schon, weil es nur 100 Kilohertz unterstützt. Also ich werde das woanders gut erklärt, also ich werde es nicht ausführlich hier erklären. Ich werde auch nicht erklären, wie wir es implementieren. Der EEPROM ist ein 24, es kommt aus der 24er-Serie, hat eine I2C-Adresse von 50. Das hat 256 Byte Speicher. Wie man mit so einem EEPROM redet, ist gut beschrieben. Ich werde es hier nicht erklären. Wenn man EEPROMs über I2C benutzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man so einen EEPROM benutzt. Also
Edit unterstützt nur 18-Bit EEPROMs anstatt 16-Bit EEPROMs, die vielleicht auch möglich wären. Das Interessante daran ist die Datenstruktur. Es ist ein Binärformat, wo das Ganze beschrieben ist, ist auf Wikipedia. Also ich werde das hier ebenfalls nicht erklären. Aber das Wichtige ist die Auflösung, die Frequenz und das Format, um mit dem Bildschirm zu reden. Das ist wirklich wichtig, weil wenn man das falsche Daten annimmt, wird der Bildschirm nicht funktionieren. Das ist, wofür man Edit benutzt. Also das ist, wo das Ganze schon ein bisschen problematisch wird. Also Vortragende was Vortragende am Anfang immer fragen, welche Auflösung soll ich benutzen, wo man aus so einer Liste auswählen kann. Und obwohl der Monitor sagt, er unterstützt sehr viele Formate, lügen die Bildschirme. Stellt sich heraus, dass Projektoren, Beamer noch mehr lügen als Monitore. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also das ist, was zum Beispiel ein unterstütztes Format aussieht. Wirklich, wirklich großartig. Und mich interessieren vor allem die Daten. Also ich will die Sachen in dem Format, die einfach sind für mich aufzunehmen, aber ich möchte auch natürlich keine Sachen hochskalieren, weil das Ganze das unlesbar macht. Und wenn ihr irgendeine schlechte Auflösung hat und das hochskaliert, ihr wisst ja alle, wie das aussieht. Es macht Text unlesbar natürlich auch noch. Und Leute sind dafür bekannt, dass sie wirklich kleine Schriften benutzen. Also wie wir das lösen ist, wir simulieren unsere eigene EEPROM und schicken unsere eigenen Edit-Daten. Und wir zeigen dem Vortrag dann nur das an, dass es nur eine Auflösung gibt und das löst unser Problem, dass es mehrere, dass man irgendwas auslesen kann. Also das stellt sicher, dass die Leute nicht die falsche Option wählen. Also ein Problem weniger. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir haben PyCon aufgenommen und wir haben herausgefunden, dass manche Mac-Laptops einfach nicht funktionieren wollten. Um den Grund davon zu verstehen, muss man ein bisschen darüber verstehen, wie die Welt funktioniert. Es gibt zwei Frequenzen in der Welt. Es gibt 50 Hertz und 60 Hertz. 50 Hertz ist so der Rest der Welt und 60 ist mal wie Amerika. Das ist so ziemlich grob. Und ein Laptop, was in Australien verkauft wird, macht 50 Hertz. Und dann denkt man natürlich, dass ein Laptop dafür 40 Hertz konnte. Und natürlich erwartet man, dass alles heute global funktioniert. Also es sollte eigentlich egal sein, wo ich mein Laptop anschließe. Es sollte überall funktionieren. Ja, aber leider nein. Wir haben das Ganze gelöst. Indem wir dem Ganzen erzählt haben, dass wir 60 Frames pro Sekunde unterstützen, anstatt 50 Frames pro Sekunde. Das Ganze hat das gelöst. Wir haben das Ganze am Freitagabend ausgerollt und am Samstag. Und am Samstag waren all die Probleme, die wir hatten, waren weg. Also das war natürlich eine gute Lösung und eines der Vorteile, wenn seine Hardware selbst kontrolliert. Also es gibt nicht wirklich Unterschied zwischen 60 und 50 Hertz, weil niemand kriegt 50 Slides pro Sekunde durch. Und ein Problem, was wir noch hatten, dass diese 128 wirklich schwer sind. Und der Hauptgrund, warum irgendein Laptop nicht mit dem Beamer reden kann. Also das hat eine Trophäe verdient.
Um das Ganze herauszufinden, warum das so ist, haben wir edit.tv gegründet, um dort Edit-Daten abzulegen. Es kommt aus dem Google Code Project 2013, wo wir ein Programm entworfen haben, was dann einfach in seinem Laptop starten kann und einfach das Ganze hochladen kann. Aber ich habe nicht viel daran gearbeitet seit dem Summer of Code. Wir hätten gerne eine offene Datenbank, wo wir all die Edit-Daten sammeln kann. Also es gibt da ein paar geschlossene, aber und ich könnte dafür zahlen, aber ich würde gerne eine offene Bibliothek dafür haben. Also man braucht vielleicht auch nicht ganze Aufnahme Equipment und der C3 hat eine Version entwickelt, die das Edit overridet. Ich habe eine Version für HDMI, hat einen billigen Mikroprozessor, EEPROM. DisplayPort ist nicht HDMI, die sollte man nicht verwechseln. Es gibt einen Hilfskanal, so ähnlich wie Edit und CEC. To decode them here at CCC. So if you're interested in that, also wenn euch das hier interessiert, dann kommt später zu mir und lasst uns drüber reden. Kann man ähnliche Dinge tun. So, das war jetzt das langsame Protokoll. Jetzt zu den schnellen Protokollen. What about high speed data? So each pixel in also jeder Pixel ist beschrieben durch drei Farben im DVI-Standard, Rot, Grün und Blau. Und jedes ist halt ein Byte groß. Jede der Farben geht auf einen HDMI-Connector, einen eigenen Kanal im HDMI-Connector. Und ich habe das hier rot, grün und blau ummalt. Jeder Kanal ist ein differenzielles Paar, also Plus und Minus und ein Shield. Und das ist Twisted Pair, um die Signal-to-Noise-Ratio zu heben und haben auch ein besseres Shield. Hier kommen wir in den differenziellen Teil des TNDS. Das ist der Codename für das interne Protokoll, was auf dem schnellen Protokoll verwendet wird. Diese ganzen Kanäle teilen sich auch einen Takt. Dieser Takt heißt Pixeltakt. Aber jeder der Kanäle ist ein serieller Kanal und überträgt Daten bei 10 Bit. Bei jedem Taktzyklus werden 10 Bits auf jeden dieser Kanäle übertragen. Also geteilter Takt und jeder Kanal läuft effektiv bei der 10-fachen Taktrate. Also so schaut das ganze System dann aus. Also es gibt hier die roten und grünen und die blauen Kanäle. Man nimmt die 8 Bits von Input-Daten, konvertiert sie. Konvertiert sie auf 10 Bit, die dann übertragen werden. Und es geht dann durchs Kabel und auf der anderen Seite dekodieren wir das wieder. Also die Frage ist, wie schaut das 8 zu 10 Bit Encoding aus? Wie schaut diese Übertragung aus? Wie kann man das verstehen? Also dieses Diagramm hier beschreibt das. Es ist schon ein bisschen klein. Also ich mache es ein bisschen größer hier. So schaut es aus. Okay, da und da. So. Wie? Dieses Diagramm, also ich habe mir das stundenlang angeschaut und es ist total schwer zu verstehen. Es ist echt schwer zu verstehen. Und es zeigt sich, dass das Enkodierungsprotokoll eigentlich ziemlich einfach ist. Es sind bloß drei einfache Schritte. Also ich zeige einfach, wie es funktioniert. Dieses Diagramm ist nur für einen Encoder. Es gibt ein ähnliches Diagramm, das nicht das invertierte von dem hier ist, für den Decoder. Kann man auch wieder nicht lesen. Also drei Schritte. Erstens, wir müssen uns entscheiden, ob Kontrolle oder Pixel, dann müssen wir also entweder Kontrolle oder Pixeldaten encodieren.
Ja, also folgende wichtigen Punkte. Erstens, die Inputdaten, egal wie breit sie sind, werden immer auf 10-Bit-Symbole konvertiert. Daten werden zu Symbolen, also wenn was übertragen wird, das sind Symbole, wir nennen das dann Symbole. Und Pixel sind Daten, so nennen wir das halt. Außerdem muss alles DC balanciert sein, also ohne Gleichstromanteil. Warum sind es 10 Bits, wenn doch Pixel eigentlich 8 Bits sind? Das erkläre ich später in der Pixel-Abschnitt, aber wichtig ist, die werden immer mit 10 Bits für jeden Clock-Cycle übertragen. So, wie kommen wir mit dem Gleichstromanteil weg? Also lange Folgen von Nullen oder Einsen sind schlecht, ist aus vielen verschiedenen Gründen. Also ich stelle mir das so vor, also HDMI ist nicht wirklich Wechselstrom gekoppelt. Es geht eigentlich auch nicht darum, den Takt herauszufinden. Da haben wir ja eigentlich ein Taktsignal früher. Und es gibt viele am Internet, die sagen, wir müssen den Gleichstromanteil wegkriegen, um den Takt herzukriegen, zu erkennen. Also warum DC Balance? Also ein Symbol, was viele Einsen und vielen oder viele Nullen hat, das nennen wir also DC biased, Gleichstrom behaftet. So würde das dann ausgucken. Dieses Symbol hat viele Einsen und wenn man jetzt die ganzen Einsen aufaddiert, dann sieht man, dass es da so irgendwie ein Übergewicht im positiven Bereich gibt. Und andersrum hätten wir dann halt im negativen Bereich einen Überhang. Und dann kriegen wir über die Zeit kriegen wir dann also so Überhang und es gibt Probleme. Also das sind die zwei wichtigen Dinge. So, erstens müssen wir entscheiden, geht es um Kontrolldaten oder um Pixeldaten. Wie sich zeigt, also was im Display passiert ist, wenn wir übertragen etwas, was größer ist als das, was man dann auf dem Bildschirm sieht. Das hier ist nicht maßstabsgetreu, also es ist in Wirklichkeit viel kleiner, die Kontrolldaten sind weniger. Die Kontrolldaten sind hier im orangen Bereich und im lila Bereich oder was das ist, da sind die Pixel. Warum ist das so? Ja, warum? Das ist wegen alten Röhrenmonitoren. Also die von euch, die also nach Röhrenmonitoren geboren wurden, so schauten die also aus. Und wie die also funktionieren, ist, die haben einen Elektronenstrahl, der über die Röhre drüber fährt und dann die erleuchtet. Dieser Elektronenstrahl kann auf die andere Seite des Bildschirms nicht zurückfahren, sofort in null Zeit und braucht Zeit dafür. Und diese Zeit, da wird also Zeit dafür bereitgestellt, damit der Strahl zurückfahren kann und dann wieder in die nächste Zeile kommt. And so that's why it exists. Why do we care? Und warum interessiert uns das? Das liegt daran, dass die Enkodierung für die Pixel und für die Kontrolldaten ziemlich unterschiedlich sind. Der Hauptunterschied ist dieser hier. Ich komme dann später nochmal darauf zurück, aber das Wichtige ist, worauf es ankommt. Obwohl das Enkodierungsschema anders ist, sind es am Ende wieder 10 Bits. Also dieser erste Schritt, Kontroll- oder Pixeldaten, wird durch diesen kleinen Teil des Diagramms gezeigt. Es ist, wie ihr seht, nicht der erste Teil im Diagramm. Vielleicht fällt euch das auf. Wie kann ich jetzt Kontrolldaten in Kontrollsymbole umwandeln? Also zunächst muss ich wissen, was Kontrolldaten ist. Das sind Horizontalsignal oder ein Vertikalsynchronsignal. Und die kontrollieren die horizontalen und die vertikalen Pixelgrößen. Das kommt noch von VGA rüber. Die braucht man eigentlich nicht wirklich in HDMI oder in DVI, um zu wissen, wie groß das Display ist, weil das
können wir auch anders rausfinden, also den Unterschied zwischen Kontroll- und Pixeldaten. Aber es gibt es halt noch einfach aus Backwards-Kompatibilitätsgründen. Das bedeutet, dass wir 2-Bit-Daten haben, die wir jetzt in 10-Bit-Daten konvertieren müssen, also ein 2B-10B-Schema. Und wie geht's? Naja, sie haben einfach 4 verschiedene Symbole sich ausgewählt. Das sind die 4 Symbole. Es gibt hier ein paar interessante Eigenschaften. Also erstens sind sie Gleichstrom, ohne Gleichstromanteil. Wir müssen uns also darum nicht mehr kümmern, das ist schon erledigt. Außerdem gibt es 7 oder mehr Übergänge von 1 zu 0. Warum ist das wichtig? Diese Anzahl der Übergänge erlaubt es, das Phasenverhältnis der Kanäle zu bestimmen. Das ist wichtig, wenn wir ein paar Das ist wieder das sind wieder schnelle Signale und selbst wenn der Transmitter alles zum selben Zeitpunkt übertragen würde, das Kabel ist nicht ideal und würde deswegen paar Zeichen später ankommen lassen. Und jetzt, wo man so viele Übergänge hat, kann man diese Phasenabhängigkeiten finden zwischen den Kanälen und kann dadurch die Daten wieder rekonstruieren. Das ist, warum diese Kontrollsymbole viele Übergänge zwischen 0 und 1 haben. Aber da kommen wir später noch dazu. Also, das ist der Teil, die Kontrolldaten machen. Und wie machen wir jetzt die Pixel? Also, wieder DVI hat jeder Kanal, hat 8 Bits und das Encoding-Schema ist bei dem Rest im Diagramm beschrieben. Aber eigentlich ist es wirklich, wirklich einfach. Das Encoding-Schema nennt sich 8B10B. 8 Bits zu 10 Bits zu konvertieren. Es gibt aber große Gefahr, IBM hat auch so einen Standard entwickelt, aber das wird für was anderes verwendet, zum Beispiel in Displayports. Also das ist nicht dasselbe, was wir hier haben. Ich habe sehr lange versucht, das auf das IBM-Coding-Schema zu übertragen, aber das funktioniert einfach nicht, weil es unterschiedliche Dinge sind. Also Pixel zu encoden ist ein 2-3-Schritte-Prozess. Der erste Schritt ist die Übergänge zu reduzieren. Und wie machen wir das? Oder warum machen wir das? Das ist ein schneller Datenkanal. Wir wollen den Crosstalk zwischen den Kanälen verhindern, weil die recht nah nebeneinander sind. Wenn wir jetzt die Übergänge reduzieren wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal auf einen anderen Kanal überspringt. Wie machen wir das? Wir nehmen 2 Encodierschemen, entweder ein XOR oder ein XNOR. Also, wie funktioniert das XOR-Encoding-Schema? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir setzen das Encoding-Bit, was das Data-Bit ist, und das nächste Bit ist dann das erste Daten-Bit XOR mit dem ersten Encoder-Bit. Und das machen wir so, bis wir durch unsere 8-Bit durch sind. Und das XNOR-Encoding ist genau dasselbe, außer dass wir statt XOR XNOR benutzen. Und wie wählen wir dann, was wir benutzen? Wenn unsere Input-Daten weniger als 4 Einser haben, dann benutzen wir XOR. Wenn es 4 mehr als 1 haben, dann benutzen wir XNOR. Und dann gibt es noch einen Fall, falls es gleich ist. Diese Methode wird von dem Datenbit festgelegt. Also es kann bei jedem Pixel wird es 1 zu 1 gemappt.
Und dann hängen wir noch einen Bit hinten dran, um zu zeigen, ob wir XNOR oder XOR benutzt haben. Das konvertiert unseren 8-Bit-Input zu 9 Bits von encodierten Daten. Unsere 8-Bit-encodierte Sequenz und dann hinten das Bit, ob wir XOR oder XNOR benutzt haben. Also, das ist, was man da sieht. Dieses Encoding ist recht gut dabei, Übergänge zu reduzieren. Im Durchschnitt haben wir, davor hatten wir im Durchschnitt so 8 Übergänge und jetzt haben wir so ungefähr 3. Also das ist wirklich cool. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kamen. Also es gab wahrscheinlich einen wirklich krassen Mathematiker, der es rausgefunden hat. Weil wie er das rausfindet, keine Ahnung. Aber das beschreibt den oberen Teil des Diagramms. Und das ist, wo man in der TMDS, das TMDS steht für Transition Minimization, also Transport Minimierung. Wir müssen jetzt noch gucken, dass wir den Kanal DC balanciert halten. Also wie machen wir das? Weil unsere Pixel, es ist nicht garantiert, dass die DC balanciert sind. Das machen wir, indem wir einen Zähler behalten. Und wenn wir einen positiven DC-Bias haben und das Symbol auch positiv ist, invertieren wir das. Und wenn wir einen negativen DC-Bias haben, invertieren wir das Bit. Also wenn es kleiner 0 ist, bis auf das 9. Der Grund, aus dem wir das machen, wenn wir so ein Symbol invertieren, wird aus einem negativen DC-Bias einen positiven DC-Bias. Weil wir schon negativ waren und das Ganze negativ waren, konvertieren das zu Plus. Das bedeutet, dass wir den DC-Bias wieder Richtung 0 schieben. Und das bedeutet, wir versuchen das eventuell oszillieren zu lassen, sodass wir den DC-Bias von 0 behalten. Um anzuzeigen, ob wir das Bit invertiert haben oder nicht, wir fügen noch ein Bit hinten an, um zu zeigen, ob wir es invertiert haben oder nicht. Und das ist, wie wir auf die 10 Bits kommen. Wir haben die 8 Bit der encodierten Daten und das eine Bit von für XOR oder XNOR. Und natürlich noch das eine Bit, ob wir das Symbol invertiert haben oder nicht. Das erklärt den unteren Teil dieses Diagramms. Und wie man jetzt, wie ihr sehen könnt, ist, warum das Ganze ein bisschen verwirrend ist. Es ist, also, was ich denke, nicht in der logischen Reihenfolge. Man muss da ein bisschen sich reinklemmen, um das Ganze komplett zu verstehen, aber es ist wirklich kein gutes Diagramm, um das zu erklären. Und wie ihr seht, ist es wirklich einfach. In Zusammenfassung, das ist der interessante Teil der zwei Encodierschemen, weil wir die Übergänge minimiert haben, können wir die Kontrolldaten von den Pixeldaten trennen. Wenn es 6 MO-Übergänge hat, muss es Kontrolldaten sein, und wenn es weniger hat, müssen es Pixeldaten sein. Jetzt wisst ihr, wie man TDMS-Daten encodiert und dekodiert. Wenn es das Ganze dekodieren will, macht das Ganze halt rückwärts. Glückwunsch! Also, wie bauen wir das jetzt wirklich ein? Man kann das einfach die Logik schreiben und das alles, was dann zum Beispiel den DC-Bias mitschneidet und so, als FPGA, das werde ich nicht beschreiben, weil ich nicht viel Zeit habe. Wenn ihr dem Prozess folgt, den ich euch gezeigt habe, sollte es leicht sein. Aber, also das ist, was wir im Moment machen. Aber man könnte natürlich auch einen Lookup-Table benutzen. Also 8 Bits von Daten auf 10 Bits Daten
konvertieren, kann man das Ganze auch als Lookup benutzen. FPGAs sind wirklich, wirklich gut darin, Lookup-Table-Prozesse auszuführen. Und dann kann man das Ganze kann man auch auf die anderen Protokolle erweitern. Also wir gucken uns das gerade an, also für die Zukunft. Es benutzt ein paar mehr Ressourcen, aber es ist deutlich mächtiger. Das ist jetzt, wie euer Encoder aussieht und euer Decoder. Es ist wirklich einfach. Es nimmt eure 8-Bit auf Daten und und die 2-Bit auf Control Data und den Datentyp. Wenn ihr euch unser Design anguckt und auf einen höheren Schaltplan guckt, auf einen höheren Level Schaltplan, dann sieht man das Ganze so. Und da unten rechts sieht man den DC-Bias, über den man mitzählen muss. Die Daten kommen in und die auf der anderen Seite wieder raus. So einfach ist das. Und ja, das geht auch so mit Auxiliary Data oder auch mit Fehlern. Es sind 124 Symbole, die man als 10-Bit-Daten haben kann. Nicht alle davon sind nicht valide. Das heißt, wenn eins von diesen nicht validen Symbolen bekommt, weiß man, dass es einen Fehler hat. Aber Sachen passieren relativ schnell, werden 7 mal 10 multipliziert. Also unser Pixel-Clock ist 150 MHz. Wenn das mit 10 multipliziert, kommen wir auf 1500 Megabits pro Sekunde. Wenn man 720 Pixel Auflösung macht, hat man 745 MHz pro Kanal und 750, das mal 10 ergibt es 750 MHz pro Sekunde. Und FPGAs sind schnell, aber sie sind nicht so schnell, die ich mir leisten kann. Ich bin ziemlich sicher, dass das Militär Controller hat, die so schnell sind, aber ich bin nicht so reich wie die. Aber es gibt einen netten Hack, wie man das Ganze machen kann. O-Serders konvertieren parallele Daten in serielle Daten. Das ist, wie die Box aussieht, wie die Blocks aussehen. Und man gibt dem Ganzen parallele Daten und das Ganze konvertiert das Ganze in serielle, schnelle Daten. Und sie sind billig, sind leicht zu benutzen. Und das Beste ist natürlich, jemand zu finden, der das Ganze schon konfiguriert für einen neuen FPGA. Das ist sehr viel einfach. Es gibt da wirklich gute Dokumentation, das Ganze zu benutzen. Und sie sind auch einzigartig für den FPGA. Also unterschiedliche FPGAs haben unterschiedliche Kontrollmechanismen. Also wenn ihr MindChip benutzt, guckt im Repo nach, da gibt es einen Link zu. Und wie ich gesagt habe, erinnere euch, wie ich gesagt habe, dass unser System eine serielle Konsole hat. Weil wir dieses System haben, können wir wirklich tief reinschauen, was passiert, also in dem System. Und können es einfach uns ausgeben lassen. Das ist ein Debug-Ausschnitt aus einem unserer Systeme. Wie ihr sehen könnt, das Erste, was man sieht, ist die Phasenbeziehung zwischen den Kanälen und das Nächste ist, ob das ein valides Signal ist und für jeden der Kanäle und dann haben wir noch die Fehlerrate für den Kanal. Ob alle Kanäle synchronisiert sind und so ein paar Zusatzinformationen. Wie ihr seht, habt ihr einen 64 MHz Clock. Und das sind drei Stück, weil es natürlich einen roten, blauen und grünen Kanal hat. Das gibt uns ein paar wirklich interessante Debug-Möglichkeiten. Wenn wir ein Kabel anschließen und ihr bekommt Fehler, zum Beispiel im blauen Kanal, und sonst nirgendwo, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kabel kaputt ist. Also das ist ein wirklich interessantes Werkzeug, um festzustellen, was falsch im System läuft. Das ist nichts, was man mit kommerziellen Versionen machen kann. Aber was mit Fehler? Über alles, was ich jetzt rede, ist jetzt experimentell. Das sind Ideen,
was wir machen könnten. Weil jetzt haben wir komplette Kontrolle über unseren Decoder. Also, was möglich ist, sind 1024 mögliche Wahlen. Davon sind 64 valide Pixel-Symbole, 4 sind valide Kontrollsymbole und 65, Symbole sollten niemals gesehen werden. Das sind schon 56% des ganzen Bereichs, die wir nicht sehen sollten. Aber es ist eigentlich besser als das. Weil wir den DC-Bias im Laufen haben, gibt es 256 valide Pixel-Kombinationen in jedem Zustand. Man kann nicht die negativen. Wenn man einen negativen Bias hat, kann man keine Symbole haben, die den DC-Bias noch negativer machen. Also, dass die Hälfte unseres erlaubten Spaces kann gar nicht auftreten durch die Methoden, die wir verwenden. Das bedeutet, dass viele dieser Symbole nur ein anderes valides Symbol haben. Das heißt, wir können annehmen, dass dieses Symbol das Symbol war, weil wir so wenig Auswahl haben, dass das zum Beispiel ein Bitfehler ist. Und wir können diese Fehler dann natürlich beheben. Wir können ungefähr 70% der Bitflip-Fehler beheben, aber leider gibt es ein paar Fehler, die wir nicht beheben können. Aber wir können feststellen, dass wir invalide Pixeldaten bekommen haben. Die Tatsache, dass es einen Fehler gab, ist wichtig. In diesem Fall kann man zwei Pixel haben, die wir richtig sehen, einen, den wir falsch sehen, also einen, wo wir wissen, dass er falsch ist, und zwei, die wir richtig bekommen haben. Also, das kann sich zum Beispiel das als Blaukanal vorstellen. Die ersten zwei waren wirklich blau. Dann ist der Decoded, also der Decoder-Value gibt ein sehr leichtes Blau zurück und das ist natürlich schlecht. Das war wahrscheinlich also auch ein ganzer blauer Block. Also ein Pixel. Aber ein Pixel von der Größe ist wahrscheinlich kein valider Wert. Also können wir die überdecken. Wir können die zwei Pixel neben dran nehmen, sie zusammennehmen, den Durchschnitt nehmen und das Ganze korrigieren. Und damit können wir noch viel mehr Fehler beheben, die auftreten. Und wenn wir diese Daten durch einen JPEG-Encoder jagen, beeinflusst das nicht die Qualität der Bilder. Also andere Sachen, die man sonst direkt sehen würde, können wir so beheben, ohne wirklich Qualitätsverlust zu haben. Also das ist wirklich interessante Information über wie man TDMS Decoding macht und das Ganze und die Fehler beheben kann. Und wir können es sogar noch besser machen, weil es ist ein Open-Source-Projekt. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man die Performance verbessern kann oder wie man die TDMS-Decoding macht mit weniger Strom machen kann. Es ist Open Source, ihr könnt den Code angucken und ihr könnt es besser machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr es schafft und eure Zeit da rein investiert. Ich habe sehr viel Hardware, ich habe aber nicht sehr viel Zeit. Wenn ihr viel Zeit habt, aber keine Hardware, ich denke, das Problem können wir lösen. Das sind die HDMI-Projekte und alles, was ich hier vorgestellt habe, findet ihr auf GitHub, unsere ganze Hardware und alles unter Open-Source-Lizenzen. Und hier sind noch ein paar Bonus-Screenshots, die ich nicht in den Vortrag einbauen konnte. Wenn ihr hier seht, sieht man die kleinen Fehler. Das war jetzt ein großer Fehler, kleiner Fehler. Das ist ein kleiner Fehler. Das passiert, wenn das wenn der Speicher kaputt ist. Ja. Aber ja. And that is my talk. Und das war's dann von mir.
Vielen Dank. Wie ihr festgestellt habt, wir haben hier Mikrofone rumstehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt euch neben die Mikros und ich werde euch für die Fragen dran nehmen. Ich habe eine Frage aus dem Internet. Ja, vielen Dank. Weißt du, ob normale Bildschirme solche Fehlerkorrekturen auch machen? In kommerziellen Implementierungen, die viele Verbesserungen haben. Für die kommerziellen Leute ist das Ziel, nie Fehler zu haben. Die können das deswegen machen, weil die sehen nie die ärgerlichen Sprecher, die sich dann aufregen über die Slides, die komisch ausgucken. Und außerdem haben sie wahrscheinlich bessere Qualität in der Hardware. Wir machen das so billig wie möglich und deswegen stoßen wir an Grenzen der Devices, die wir benutzen, und bekommen deswegen mehr Fehler. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen, also denkt dran, keine Kommentare, nur Fragen, keine Kommentare. Da kommt gerade nichts. Ja, vielen Dank. Sorry, I don't quite understand what's going on. Ja, Entschuldigung, ich verstehe gerade nicht, was passiert. Haben wir die Möglichkeit, das zu übersetzen? Audio problem? Ich glaube, der war gerade hier mit Gebärdensprache, wir sind ganz ehrlich. Also ich werde auch noch danach sein, wenn ihr mit mir reden wollt, kommt einfach nach vorne. Und ihr könnt nachher noch mal wieder schreiben. Nächste Frage. Mikrofon Nummer 3, bitte. Hallo, kannst du die Qualität von einem HDMI-Kabel feststellen? Also, ob man irgendwie Fehler am Clock feststellen kann? Ja, können wir. Die Qualität eines HDMI-Kabels sollte bei 0-Bit-Fehler sein. Also alles, was mehr als 0-Bit-Fehler hat, schmeißen wir weg. Das wird dann interessant, wenn man sehr lange Kabelverbindungen hat. Dann sehen wir schon, dass die längeren Kabel, also je länger das Kabel ist, desto schwieriger wird es dann, bei 0-Bit-Fehlern zu bleiben. Also, ja, wir können das sozusagen uns angucken. Aber es ist auch ein bisschen kompliziert, weil es hängt davon ab, was der Sender macht. Wenn der Sender eine schlechte Qualität hat und das Kabel auch schlecht ist, ja, dann hat man mit Bitfehler. Aber wenn man einen guten Sender hat und das Kabel ist schlecht, dann kann es trotzdem funktionieren. Und also wir können nicht einfach nur sagen, das ist ein gutes Kabel, weil wir wissen nicht, wie gut der Sender ist auf diesem Gerät. Wenn wir den Sender sozusagen ein bisschen runterdrehen könnten und schauen, wie es dann geht, dann das wäre echt cool. Also wenn sich das jemand anschauen möchte und das sowas bauen würde, das, ich würde gerne dabei helfen, das wäre cool. Können wir noch eine Frage von Mikro Nummer 5 haben? Deine Hardware, die HDMI zu USB-Hardware, kann man die einfach online bestellen oder muss man das Ganze selbst löten? Also man kann das nicht von Hand löten. Also außer du bist viel, viel besser als ich. Das hat Ball Grid Array Teile, weil es FPGA ist. Das hier ist eins. Man kann sie kaufen. Wir arbeiten mit einem Hersteller zusammen, der das in Indien herstellt. Wir haben mit denen zusammengearbeitet und das hat echt gut funktioniert. Wir sind auch dabei, neue Hardware zu entwickeln. Ich habe eine ganze Reihe von neuen Hardwares hier. Schaut euch die an nachher und nachher draußen auch in der Halle. Also nochmal, wenn euch die Hardware interessiert und wenn ihr einen Use Case habt, dann redet mit mir, weil ich möchte gerne Probleme lösen,
von Leuten, die keine Hardware haben. Und außerdem gibt mir mein Employer zu viel Geld, mein Arbeitgeber zu viel Geld, und es macht zu viel Spaß, einfach anderen Leuten zu helfen mit Open Source Zeug. Wir haben noch viel mehr Fragen. Mikrofon Nummer 2. Denkst du, es wäre möglich, 1080p-Bilder durchkriegen über die öffentliche Hardware? Glaube ich schon, aber dazu müssen wir ziemlich harte Arbeit reinstecken, wo wir noch keine Zeit für hatten. Also für uns ist 720p bei 50 Frames pro Sekunde gut genug. Die USB-Verbindung ist ohnehin bandbreitenbegrenzt, weil wir nur H.264 haben. Also wenn uns jemand einen WebM-Encoder schreiben möchte, Open Source, das wäre vielleicht schon interessanter. Wir haben auch Gigabit Ethernet auf dem Board. Damit sollte es relativ leicht sein, das über Ethernet raus zu streamen, aber da brauche ich auch Hilfe. Der Ethernet-Controller funktioniert, wir können Telnet rein und Telnet das Board kontrollieren, aber wir brauchen halt jemand, der dann wirklich die Daten damit daraus rausholt. Wir verwenden es für Debugging und so weiter. Ne? Also ja, also hier nochmal Mike Hamsterfield. Vielen Dank an Mike Hamsterfield. Der ist ein klasse Designer. Der hat 180p gebaut. Das funktioniert echt ziemlich gut auf einer Hardware, die unserer ziemlich ähnlich ist. Er hat auch DisplayPort entwickelt. Also ein 4000 Pixel DisplayPort, was wir jetzt auch auf unserem Board können. Also wenn du nur ein oder zwei von 180p DisplayPort-Verbindungen brauchst, dann kannst du das nach HDMI verbinden und dann damit machen. Und das dann dort. Ja, also ist schon möglich, aber Open Source, wir sind Hobbyisten, Amateure, wir brauchen Entwickler. Noch eine Frage aus dem Internet. Danke. Habt ihr euch überlegt, JPEG 2000 zu finden? Nee, haben wir nicht, weil vor allem deswegen, weil ich eine Webcam sein möchte. Also der EVC-Standard, das ist der USB-Webcam-Standard, der unterstützt JPEG 2000 nicht. Also es gibt sonst keinen Grund, wir könnten es natürlich machen, klar. Wir könnten den Linux-Treiber ändern. Aber ich weiß nicht, ob es da gute Open-Source-FPGA-Unterstützung dafür gibt, für JPEG 2000. Also das ist halt ein Problem. Aber wenn du das willst, dann nochmal, na, komm vorbei, lass uns reden. Also ich fände das klasse, wenn wir deine Probleme lösen können. Und außerdem haben wir T-Shirts. Ich habe ein T-Shirt an, das mir gefällt. Also jeder, der mithilft, kriegt ein T-Shirt. Also ob es darum geht, ob ihr unsere Website in Ordnung bringt oder Dokumentation schreibt, ob ihr Leuten helft, das Board aufzusetzen, was auch immer. Ihr müsst kein Experte sein. Ihr müsst kein FPGA-Experte sein, um mitzuhelfen. Also, wir haben auch ein kleines Projekt, um MicroPython auf FPGAs einzusetzen. Also, wenn euch das interessiert, wenn euch Python interessiert und MicroPython, dann würde ich echt gerne, wäre das klasse, wenn ihr euch da helfen könntet. Wir brauchen einfach mehr Support. Wir haben noch zwei Fragen von Mikrofon 1. Also gibt es da einen bestimmten Prozessor dazu oder benutzt ihr den MicroBlaze dazu? Wir benutzen einen Open Source Softcore, also einen von drei. Wir können das wechseln, welchen wir benutzen, mit einem Kommandozeilenflag. Wir benutzen entweder den Lattice Micro 332, der wird von Lattice Halbleiter hergestellt. Wir können auch den OpenRISC 1K benutzen oder den RISC 5 Prozessor. Normalerweise machen wir den LM32, weil
die meiste Performance hat für die kleinsten FPGA-Ressourcen, also das ist der Traders vom Westen, aber wenn du RISC 5 mehr magst oder den OpenRISC 1K5, dann kannst du auch Linux drauflaufen lassen, wenn du Linux laufen lassen möchtest, dann kannst du das auch machen mit einem Einzeiler Änderungen. Ja. Also wir schauen uns an, ob wir J-Core Support auch noch dazu tun können nächstes Jahr. J-Core ist ziemlich groß in Bezug auf LM32, passt also wahrscheinlich nicht auf einige der kleinen Devices. Also Lattice FPGA, ja, Frage. Ja. Unsere neuen Boards werden RTX 7 sein, aber wir sind noch dabei, die in Existenz zu heben. Unser Bunny 32, da sind wir auch noch dabei, die Firmware zu portieren. Das ist echt klasse. Und ja, er hat im Prinzip gezeigt, dass das geht. Ne? Noch eine Frage von Mikrofon 1. Hast du irgendwelche Pläne, HDTS einzubauen? Ja, HDSDI, ja oder nein, ja oder nein. Also wir haben Pläne und Ideen, dass wir es machen könnten. Aber HDSDI und die ganzen SDI-Protokolle sind viel schwerer für den Consumer, und wir wollen die Kosten niedrig halten. Also so niedrig, wie es irgend nur geht. Und HDMI ist Consumer-Elektronik-Ding, ne? Das gibt es überall. Ne? Das kann man auf dem Raspberry Pi laufen lassen. HDMI ist wahrscheinlich die Lösung hierfür. SDI-Cores haben wir noch nicht entwickelt oder so. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass wir da wirklich was machen. Aber wenn das jemand interessiert, dann bitte. Also es wäre echt schön. Ich würde es gerne sehen, dass das jemand macht. Nur noch eine Frage aus dem Internet. Wir haben noch 2 Minuten. Die Frage ist nicht zur HDMI, sondern zu FPGAs. FPGAs sind in einer hochkomplexen Sprache beschrieben, und danach kompiliert man das. Also deswegen hat jeder Hersteller seinen eigenen Kompilierer für seine eigene Hardware geschrieben. Und gibt es einen Vorteil von Open Source FPGAs Compiler? Ja. Also wenn irgendjemand davon sich auskennt, dann weiß er eben, dass die Compiler proprietär sind, und diese proprietären Compiler sind einfach fürchterlich. Also als Software-Ingenieur, wenn ich in GCC einen Fehler finde, dann kann ich den einfach fixen und kann weitermachen. Oder wenigstens kann ich dann rausfinden, warum dieser Bug getriggert wurde. Bei FPGA-Compilern geht sowas nicht. Also FPGA-Compiler, die wir benutzt haben, sind nicht deterministisch. Man kann dem Compiler dasselbe Source-Code geben, und es gibt zwei unterschiedliche Outputs. Es wäre schön, wenn jemand das reverse-engineeren könnte und das erklären könnte, warum das geht, weil ich hab all den Zufall aus den Sourcen weggemacht, aber trotzdem macht der Compiler unterschiedliche Dinge. Ich bin echt beeindruckt. Clifton hat eine Open-Source-FPGA-Coolchain für Lattice S-Stick-Dinger entwickelt. Er sagt, er wird am ATRIX 7 arbeiten, ATRIX 7 FPGA arbeiten. Also bitte schreibt ihm, helft ihm. Also wenn es das gäbe, ich schulde euch 1 Million Biere, weil je schneller wir uns von diesen proprietären Toolchains wegbewegen, das wäre es besser, und es würde mein Hobby so viel schöner machen. Bitte helft. Und bitte einen großen Applaus. Das war's dann auch schon.